Servus Freunde und willkommen in einem neuen Video. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's mal etwas anderes. Mal ein erstes Mal ein Real Talk auf meinen Channel. Und ich werde ein bisschen was über mich jetzt erzählen. Puh, bin schon ganz aufgeregt. Ist mein erstes Real Talk oder Live. Real Talk natürlich. Einfach mal gemütlich reden, wie es so abläuft. Ja, genau. Bin jetzt gerade erst nach Hause gekommen, war im Gym, trainieren, Muskeln aufbauen. Ihr wisst ja, mein Kanal basiert eigentlich auf Fitness, Ernährung und bisschen Entertainment, wie man in den anderen Shorts-Videos gezeigt bekommt. Genau, wo war ich stehen geblieben? Bin vom Gym gekommen, beim Training. War eine lange Rückfahrt, also quasi nach Oberfichtach. Richtig krasses Wetter, Regen. Unglaublich. Bin mit einem Kumpel ins Gym gefahren. War richtig krass, richtig eskaliert. Und es war richtig schön. Wie ihr auch seht, habe ich mich ja mal eine andere Kulisse hergemacht, beziehungsweise ich bin immer noch zu Hause, aber ich habe mal meine Wand schön gefärbt. Sieht doch super aus, oder? Weiß, hier, rot, blau, schöne Streifen, einfach schön. Einfach mal anderen Hintergrund, einfach mal professioneller arbeiten, beziehungsweise ich habe auch schon jetzt eine neue Kamera. Habt ihr bestimmt in meinem ersten Video schon gesehen, dass die Qualität besser ist und professioneller. Genau. Sehr schön. Ja, was reden wir in dem Video? Es ist, viel gibt es nicht zu erzählen. Also, kurz mal zu mir. Ich bin noch im Arbeitsverhältnis, bin angestellt. Arbeite in einem schönen Beruf. Was heißt schön? Interessanter, man kann viel lernen, schöner Beruf und nebenbei mache ich ja Videos. Meine ersten Videos waren vielleicht jetzt nicht so qualitativ hochwertig, aber jeder fängt mal klein an. Ist mal was anderes, wenn man sagt, man traut sich vor der Kamera und spricht, beziehungsweise ich spreche jetzt erstmal. Die anderen Videos habe ja ich mit meinem iPhone gefilmt. iPhone gefilmt. Und die Qualität ist nicht so hochwertig, aber das war ja mir scheißegal und habe mir einfach gedacht, ich filme einfach mal was anderes, einfach mal durchversuchen, einfach mal das Leben, mein Leben jonglieren, genießen, experimentieren, was Neues gibt, nicht nur Standardleben filmen, sondern einfach verrückt, kreativ sein, finde ich cool einfach. Wie gesagt, jetzt kurzes jetzt ein Video vom, ja, wie gesagt, ich rede ja jetzt eh schon
Genau, das ist Real Talk. Sehr schön. Ja, das war heute schon sehr interessant, weil ich interessiere mich ja zur Zeit. Ich war ja auch auf einer so eine Zeremonie mit psychedelischen Substanzen. Ja, ich weiß, wahrscheinlich kommen jetzt die Wörter Drogen, aber das bezeichne ich gar nicht. Das ist mehr zur Medizin. Das ist wirklich sehr intensiv und interessante Erfahrung, was jeder mal machen sollte. Einfach mal die Substanz einnehmen und beziehungsweise es ist ja nicht so, dass man nur Drogen nimmt, in Anführungszeichen. Du hast eine andere Kulisse, du hast ein anderes Feeling, du hast ein anderes Setting, also quasi Setting, steckt das Wort schon Mindset drin, wie die Einstellung darauf ist. Und die Einstellung darauf ist, ja genau, ich jetzt Einstellung drauf ist, husch, ja, komplett verflogen, weiß nicht, was ich sagen soll. Naja, egal, wo war ich stehen geblieben? Ja, die Zeremonie war in München. Und bei so einer Zeremonie, dann, da lernt man halt einfach wieder bewusst, dass man auch Menschen sind mit Gefühlen, mit Emotionen, dass man einfach mal die schlimmen Traumata, Schicksalsschläge, whatever, wie man es halt nennt, loslässt. Das war eine interessante Erfahrung. Da haben wir das schon wieder, loslassen. Sehr interessantes Thema. Einfach mal wirklich experimentieren, herausfinden, was einem liegt. Was sind deine Stärken, beziehungsweise was sind deine, auch deine Schwächen, weil die Schwächen könnten die krassen Stärken sein. Zum Beispiel, wenn du emotional bist, oder dann, wieso, ist doch perfekt, ist doch super, weil du bist ja Mensch, du bist ja menschlich, keine Maschine. Ja genau, das lernst du einfach bei so einer Zeremonie, und die Zeremonie habe ich beim lieben Freddy das gemacht, und es ist wirklich ein sehr interessantes Thema und richtig krass, was alles diese Substanzen in dir bewirken. Einfach ein schönes Werkzeug. Und so kann man das, der Zeremonie auch aufs Leben zurückgreifen und es auch so führen. Und Zeichen erkennen ist auch so crazy. Heute wollte ich heute, wie ich bei Instagram nachgeschaut habe, bei Set and Setting Breathwork Session, habe echt nicht gewusst, ob ich teilnehmen will, also bei den Online-Event, habe mir vorher einen Brock gemacht. Wahrscheinlich klären mich jetzt die meisten für verrückt, aber das ist mir sowas von egal. Wen interessiert's? Hab mir einen Brock gemacht, so ein Eiweißbrot, ist klar, Muskelaufbau. Und da steht doch meistens immer so Mindesthaltbarkeitsdatum. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum, halt euch fest, das ist am 15.09.
läuft das Brot ab. Und dann klicke ich drauf. Also das habe ich vorher noch nicht gewusst. Ich habe vorher schon drauf geklickt. Das Event ist am 15.09. Okay, schaue ich am Tisch, klicke die Klammer 15.09. Wie crazy ist das? Also echt verrückt. Habe mir gedacht, jo, dann nehme ich teil. Vor kurzem war ich auch bei so einem Online-Ding mit Hypnosis, auch ein sehr spannendes Thema. Einfach mal die Bewusstseinsebene kennenlernen. Echt crazy. Und ich finde das so interessant, spannend. Das ist fast mein hauptspannendes Thema nach Fitness und Sport. Weil es hat auch mit dem Körper zu tun, aber es ist halt innerlich, es ist seelisch, es ist psychisch, also wow, richtig krass. Gut, jeder kann es finden, wie er will, aber ich finde es echt spannend. Ich möchte gerne mal, keine Ahnung, die anderen Kulturen lernen, also nicht nur im Deutschlandbereich bleiben, sondern, keine Ahnung, so, boah, schamanisch, die Substanzen, einfach ein cooles Thema. Genau. Ja. Genau, bei der Breathwork Session, das ist auch mehr so Gefühle, Emotionen zeigen, loslassen, aber nicht auf Substanzebene, sondern mehr auf Atmung. Atmung ist auch echt crazy. Bewusstes Atmen ist echt interessant. Also Weiterbildung ist persönliche Weiterentwicklung ist echt interessant. Sollte jeder mal nutzen. Und spannend sind auch immer die Zeichen, die man kriegt. Wie gesagt, das Zeichen ist echt crazy. Liegt der Klammer 15.09. Das Ding ist, man kann die Zeichen ignorieren oder man nimmt es wahr. Es gibt bloß zwei Möglichkeiten. Haben wir ja jetzt ein Buch gekauft, wo Krankheiten drin sind. Wirklich Krankheiten, die Krankheiten, die wir haben. Und da sind 1300 Erkrankungen, also ein psychischer, also Geistbasis, wie man es in wo es der Ursprung ist, und also die Ursache und die Lösung. Ich will jetzt nicht sagen, das ist nur die Lösung, aber es trägt schon damit bei, weil, seien wir ganz ehrlich, wenn du innerlich nicht gesund bist, wie willst du äußerlich gesund sein? Hört sich alles so esoterik an, aber echt spannend, weil der Mensch ist ein Bewusstseinswesen. Ist er nicht bloß oder es passiert ja alles, alles, haltet euch fest, alles unterbewusst. Ich rede jetzt auch nur unterbewusst. Oder beziehungsweise, das ist nur vielleicht eine Bewusstseinsebene, weil ich mir ein bisschen schwer tue mit Sprechen und mit Reden und vor Kamera. Also, das ist nicht so einfach. Aber wenn du immer der Routine machst, der Gewohnheit, ist das dann im Unterbewusstsein eingespeichert und dann funktioniert das alleine. Aber das ist schon krass, wie das funktioniert, das ganze System in uns, ein Betriebssystem, hochfahren, neufahren, Betriebssystem kann man sagen. Wie ein Computer. Nur mit Gefühlen und Emotionen. Computer, Maschine hat keine Gefühle und Emotionen. Ob
das mal möglich ist, wir werden es sehen. Vielleicht später mal in der Zukunft oder... Aber fokussieren wir uns nicht so schnell auf die Zukunft, bleiben wir lieber jetzt im Hier und Jetzt, weil das ist der wichtigste Moment. Hier kann alles verändert werden, wenn man einfach im Hier und Jetzt bleibt und nicht immer Gedanken darüber macht, wie es weitergeht. Weil, ehrlich gesagt, wann nimmt man mal die Dinge wahr, die jetzt um dich herum schweben? Wie gesagt, ich sehe jetzt meine Couch, ich sehe eine Kamera, ein Poster jetzt zum Beispiel, eine Wand. Das sind alles so Dinge, was für dich selbstverständlich sind, aber bei einigen Menschen, vielleicht ärmeren Ländern, da sind diese Dinge nicht da. Da ist kein Haus da. Vielleicht haben sie auch keine Kamera. Oder so ein Schreibtisch. Oder Wärme, Heizung. Das ist für uns alles selbstverständlich. Aber zum Schätzen wissen tut man sehr wenig. Meiner Meinung nach. Also. Lieber mal schätzen lernen, dass man hier ist auf diesem wunderschönen, interessanten Planeten und man die Dinge erfährt, was man erfahren will. Erfahren will. Ja, die Sprache lässt nach. Das Video das gibt's doch nicht. Sprache lässt nach. Ja, wie gesagt, jetzt wird es 10 Uhr sein. Das Video nehme ich jetzt gerade später Stunde auf, weil ich habe mir gedacht, jo, das mache ich jetzt mal so ein Video. Ob es einer anschaut oder nicht, ich weiß es nicht. Das ist einfach mal kurzer Real Talk, einfach mal über die Lage, was ich so erzähle, was meine Gedanken sind, wie ich das sehe. Könnt vielleicht nur ruhig mehr erzählen. Das sind also spannende Wörter. Erzählen, verzählen. Kannst du entweder verzählen oder mit die Zahlen oder erzählen. Reden, sprechen. Echt krass, die deutsche Wortsprache. Für mich schwierig. Ja, genau, das war jetzt mal kurz mal ein Real Talk über mich. Wenn ihr mehr so Videos wollt, weil ich probiere ein bisschen durch. Ich habe jetzt einfach das Gefühl, ich wollte einfach so ein Video machen und ich fand es sehr interessant. Und vor der Kamera irgendwie fühle ich das und das macht mir Spaß. Aber jetzt nicht nur Sport, Fitness, sondern auch mehr solche Themen. Ob es jetzt für die meisten interessant ist oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ich finde es mega interessant, was möglich ist. Ja gut, ich wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht, schlaf gut und ciao, bis bald.